Hey Leute, herzlich willkommen zurück hier zu unserem Lieblingsspiel Subnautica. Naughty. So, erstmal machen wir eine Sache, Alter, damit ihr mir nicht langsam an den Kragen geht. Und zwar erstellen wir ein Blumenbeet. Das ist Nummer 1 auf der Liste heute. Nummer 2 ist, auf die Uhr gucken. 30, 40, 50, alles klar. So. Ups. Dann kümmern wir uns jetzt um Nummer 2. Hier schwimmen immer noch unsere Fischis. Nummer 2 ist Krebsmodule. Ah, stimmt, wir haben ja jetzt diese ganzen Teile da. Teile? Ich bin einfach so sprachbegabt. 3 Titan, 1 Lithium. Ihr wollt das Frachtmodul. Und euer Wunsch ist mir Befehl. Lithium, 3 Titan, habe ich gesagt. Ich habe keine Ahnung, ob ich das gesagt habe. Aber das ist das, was wir jetzt machen. Und dafür nehmen wir nämlich dieses Blitzteil raus. Dann können wir zwar nichts mehr Blitzdings bumsen, aber das wird schon. Bumpen. So, ablegen. Anlegen. Und schon haben wir einen Frachtraum. Ich weiß, was ihr jetzt sagen wollt. Mecker nicht, Semi. Ey, das ist besser als nix. Und hast du nicht gesehen und willst du gar nicht wissen. Aber ich sag's ganz ehrlich. So, Behälter wechseln. Batterieladestand ist überall super. So, und dann machen wir nämlich nochmal eine Sache. Wir fahren zu Canon. Mit den 3 Fragezeichen müsste auch nochmal ein bisschen loslegen. Also wir haben bis jetzt ein paar gute Vorschläge. Sehr gut gefallen hat mir der Schlund. Weil es halt wie so eine Spalte, es klingt so falsch, wenn ich das sage, aber wie so eine Spalte, die einen verschlingt. Und weil es so dunkel ist, der Schlund. Schon ganz cool. Nehme ich auch auf? Ich hoff's, Alter. Ich habe heute irgendwie so ein Gefühl, als hätte ich irgendwas vergessen, Alter. Brille habe ich auf. Oh, ich mag diese Röhre. Ja, der Schlund hat mir sehr gut gefallen. Und dann hat jemand noch geschrieben. Boah, da komme ich nicht drauf. Aber auch was mir ziemlich gut gefallen hat. Also, es war zu lang. Habe ich geschrieben, nice, aber ein bisschen zu lang. Und dann hat derjenige geschrieben, Death Valley. Das passt auch ganz gut. Auch wenn er Death falsch geschrieben hat. Jetzt gerade Nacht oder? Sind wir schon wieder in einem fiesen Gebiet, Alter? Ja, was machen wir an der Canon? Einmal wurde geschrieben an der Einfahrt, da soll es wohl irgendwie in so und so vielen Metern Tiefe hat jemand Magnetit gefunden. Das wollen wir jetzt natürlich überprüfen. Mit B überprüfen. Was ist denn das? Ah, das Silbererz. Was macht er denn hier? Das verwirrt mich maximal. So, ich denke mal, mit der Einfahrt ist hier das Teil gemeint. Es ruckelt ein bisschen.
aber ist halb so wild. Ist die Frage, sind das hier Ablagerungen? Holy crap, Alter. Ihr seid geil, Leute. Ihr seid richtig geil. So. Da war Magnetit. Muss mal aufpassen. Wir wissen ja, einer unserer Freunde guckt hier draußen rum. Die kackige Kackschlange. Und auf die habe ich ja gar keinen Bock. So, ich meine, wir haben hier noch so eine Ablagerung. Aber da bekommen wir ja meistens irgendwie Lithium oder so. Ich traue mich gar nicht hier aus der Seemotte raus. Ich scanne gerade mit meinen Augen nochmal den Boden, ob wir vielleicht nochmal Magnetit finden. Halt die Fresse. Okay, der ist weg. Hoffe ich jedenfalls. Diamant. Ich meine, da beschwere ich mich jetzt auch nicht. Was haben wir noch hier vor? Kann ich euch sagen? Wir werden... Das sieht aus wie Magnetit. Könnte auch Lithium sein. Ist Lithium. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Magnetit wir brauchen. Oh! Halt die Fresse! Holy Fuckeroni, Alter. Bisschen Gold. Bisschen Schiefer. Ich hab mich ein bisschen erschrocken. Aber wirklich auch nur ein ganz bisschen, Mann. Muss nach der Aufnahme erstmal mein Höschen wechseln. Nee, so schlimm ist es dann. Und da ist einer. Okay, das ist echt gut. Nee, weil wir von dem Knollenbaum wollen wir hier einen Samen mitnehmen. Und eine Sache habe ich total vergessen mitzunehmen. Und zwar die Schubkanone. Denn mir wurde noch gesagt, dass ich hier mit der Schubkanone doch bitte hin soll. Deswegen machen wir es jetzt folgendermaßen. Wir gehen kurz zurück zu Home Sweet Home. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Gucken auch nochmal, wie viel Magnetit wir für den geilen Shit brauchen. Weil das, wir werden als erstes von dem Magnetit auf jeden Fall uns das Tiefenmodul bauen. Was ich aber auch unbedingt bauen will, ist, dass wir die Seemotte quasi mit Solarbetrieb
aufwerten. Können wir mitnehmen. Das war nur Titan. Ganz besser als nix. Wir könnten auch nochmal sowas hier mitnehmen. Bin bloß, ich weiß nicht, ob wir das wirklich brauchen noch. Wahrscheinlich brauchen wir es fürs Tiefenmodul. Yeah! Wer weiß. Ich hänge heute ultra am Rand, wa? Ein Geschwindigkeitsmodul wäre geil. Ich trinke so einen neuen übrigens heute. Gold ist der. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Heißt Killer Ginger. Hab mir das mitgenommen, konnte mir nicht vorstellen, dass der jetzt wirklich nach Ginger, also nach Ingwer schmeckt. Muss auch sagen, ich würde den gar nicht so, also schon, der schmeckt schon nach Ingwer. Ich dachte, hey, vielleicht, ich trinke total gern mal, muss man dazu sagen. Ich trinke total gerne mal Ginger Ale. Und dachte, hey, vielleicht geht's so in die Richtung. Ist aber süßer als das. Sorry. Und ja, ich weiß, die Knollenteile, die wollten wir auch noch mitnehmen. Aber die will ich dann jetzt nochmal mitnehmen. Ich habe übrigens auch nochmal überlegt, das Radar-Stationsteil, ob wir das nochmal verlegen. Welcome aboard, Captain. So. Ah ne, hier hatten wir es ja nicht. Unsere Schubkanone. Die nehmen wir einmal mit. Was anderes brauchen wir dafür nicht. Die Schwimmflossen mit Ladefunktion. Magnetit 2 Stück, Klarstahlbahn und emailliertes Glas. Klarstahlbahn und emailliertes Glas. Oder PLA-Stahlbahn oder wie auch immer die Scheiße heißen will. Brauchen wir Titanbarren und Lithium. Erstmal checken, ob wir noch Titanbarren haben. Haben wir noch. Und Lithium. Und ich habe gerade gesehen. Laubhalmsamen haben wir da noch. Aber wir sollen ja den Knollen. Das wollt ihr ja. Okay. Wir machen erstmal Plastahl. Ach, 2 Lithium. Okay. Halb so wild, halb so wild. So, emailliertes Glas brauchen wir dann noch. Machen wir wahrscheinlich direkt aus Glas. Pirscherzahn und Glas. Können wir Glas herstellen schon mal? Können wir. Und dann müssen wir gucken, dass wir einen Pirscherzahn finden. Das Gute ist, dass wir ja
erstmal bei. Dass wir hier vorne gleich so ein grünes Zeug haben. Pirscher sind diese Viecher, die immer mit dem Metall spielen. Müssen wir bloß gucken, die irgendwo einen Zahn gedroppt haben. Da haben wir gleich mehrere. Ups. So, und damit wir nicht untätig jetzt hier rausgefahren sind, wegen so 3-10, geht's jetzt nochmal zurück zu Canon. Wir haben da nämlich noch auf der Agenda stehen, wie gesagt, und das schaffen... wird knapp. Den Knollenbaumsamen. Und wir wollen nochmal zu den Wracks. Denn ich möchte da einen weiteren Hinweis von euch aus den Kommentaren nochmal nachgehen. Es tut mir voll leid, ich würde am liebsten so die Kommentare einblenden, aber dadurch, dass ich das hier alles quasi aufnehme, als ob ich das live streamen würde, also ohne Nachbearbeitung, ohne Schnitt, ohne alles, einfach aus Zeitgründen. Denn ich arbeite lange, das wisst ihr ja, aber ich will trotzdem den ganzen Shit hier mit euch machen. Und ihr wisst, wenn ich Shit sage, ich meine nicht wirklich Shit, sondern... Das ist einfach meine Sprache, Mann. Das ist der Shit, Alter. Weiß Bescheid. Irgendwas ist aber hier in dem Gebiet komisch, Alter. Das ist so ein Dröhnen, als ob hier was Großes unterwegs ist. Manchmal will ich gar nicht wissen, ob hier wirklich was Großes unterwegs ist. Und jetzt überlege ich gerade. Finden wir hier auf Canon überhaupt einen Knollenbaum? Ja doch, das sind ja die, ne? Nahrung plus 8, H2O plus 10. Okay. Ich habe gerade überlegt, die kleinen Teile zu uns rüberzunehmen und die großen rüberzumachen. Das ergibt aber keinen Sinn. So, das haben wir alles erledigt, Leute. Jetzt muss ich mal gucken. Osten, ich glaube in westlicher Richtung müssten die schwebenden, ja, Felsen, Inseln sein. Da, wo das Wrack ist. Ich möchte eine Sache nochmal überprüfen. Und derjenige, der es in die Kommentare geschrieben hat, dankt dir schon mal im Voraus, wenn das so ist. Und du weißt, was ich meine, mit zu 100%. Das aber alles in der nächsten Folge. Ich freue mich sehr drauf. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Und denk dran, du tust mir, Alter, und dem Kanal eine Riesenfreude, wenn du dir die kurze Zeit nimmst, einfach auf Däumchen nach oben zu klicken. Über einen netten Kommentar, Alter, freue ich mich. Sowieso immer, ich lese ja alles und versuche auf alles zu antworten. Ansonsten da die ganzen richtig nice Links, Alter. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.